Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Interview auf gamersground.de, dem offiziellen YouTube-Kanal von Gamersground. Das erste Interview wird bestimmt von einem Herren, der schon sehr bekannt ist durch Spiele, gerade im deutschen Raum. Gothic 1, Gothic 2, Gothic 2 Die Nacht des Raben, Gothic 3, Risen. Ich brauche es, glaube ich, nicht zu erzählen. Ich habe hier den Project Director, den Game Designer und den Story Writer von Piranha Bytes, Björn Pankratz. Hallo. Hallo. Gut, unsere erste Frage wäre, wie schafft Piranha Bytes es eigentlich, die Spiele so zu gestalten, wie sie sind? Atmosphärisch, tiefgründig, klug, immer mit ein bisschen Ironie dahinter. Braucht man dafür ein gewisses Händchen, oder? Also wir haben damals angefangen bei Gothic 1 mit einem Team, was zusammengewürfelt war aus mehreren Leuten, die eigentlich von nichts eine Ahnung hatten. Und es war ein Potpourri von Menschen, die ein bisschen handwerklich was konnten, was mit dem Computer zu tun hat und ein bisschen aus der Rollenspielerecke kam. Das heißt also, wir haben Pen-and-Paper-Rollenspiele gemacht und so ein Kram. Und von der Ausbildung her hatte, glaube ich, wenige bis fast niemand eine richtige Ausbildung im Game Design oder in den Sachen, die da nötig sind, um so ein Spiel zu machen. Und und wir haben halt irgendwie uns zusammengefunden und haben halt Glück gehabt, dass wir uns so weit ergänzt haben, dass wir da was Brauchbares bei rausbekommen haben. Wir haben uns während der Entwicklung dann auch ziemlich häufig verrannt, auch in irgendwelchen, was wird unser Unique Feature sein für das Spiel? Das wussten wir noch nicht so genau. Ist es die AI? Ist es die Story? Ist es, dass man in einer freien Welt third-person-mäßig herumlaufen kann und so weiter? Wir haben uns dann dazu entschlossen, dann ein Action-Adventure-Story-driven Rollenspiel-Hybride zu machen, was es in der Form so höchstens von großen Firmen wie zum Beispiel Ultima 9 oder so gegeben hat. Sprachausgabe musste unbedingt drin sein. Das heißt, wir haben uns dann auch darum bemüht, dass man Sprecher findet, die dann drauf passen. Das war damals noch nicht so richtig Usus. Da gab es mehr so Rollenspiele, die meistens nur mit Text gearbeitet haben und so weiter. Und so ist der ganze Kram dann gewachsen und wir haben uns halt damit beschäftigt. Was könnte den Spieler denn ansprechen? Was wäre interessant für jemanden, der sich vor den Computer setzt und einfach nur ein Spiel spielen möchte mit einer komplexen Welt, mit NPCs, die möglichst plausibel und lebendig herüberkommen sollten? So sind wir angefangen und wir haben auch immer mehr dazugelernt mit der Zeit, was Projektmanagement und was diese ganzen Dinge angeht, um tatsächlich das dann auch zu schaffen, einen Spieler in die Schachtel zu bekommen. Okay, wenn wir jetzt mal zurück auf die Bugs von Gothic 1 und Gothic 2, generell erstmal Gothic 1 zurückblicken. Was sagst du eigentlich zu den Bugs, die Gothic 1 hatte? Weil wenn man heute darauf zurückblickt, dann sind ja einige sogar ganz lustig. Es gibt ja auch ein paar schöne Bug-Videos. Die sind nicht wirklich schlimm, sondern sie wirken schon mal ganz lustig. Habt ihr euch damals, also hat Piranha Bytes sich damals schon groß um die Bugs geschert oder war das damals noch mehr so eine Nebensache? Also ich war mitverantwortlich für die Qualitätssicherung von Gothic 1 und es ist natürlich immer der Job von jemandem, der versucht, das Beste rauszuholen, irgendwie dann auch dafür zu sorgen, dass das Ding möglichst bugfrei ist. Es war ein Harakiri-Projekt, kann man sagen. Wir haben an allen Ecken und Kanten Baustellen gehabt, sowohl bei der Engine, weil es war eine hauseigene Engine oder zumindest von den Mad Scientists damals. Das war eine eher externe Sache, aber es waren halt drei Programmierer, die diese Engine programmiert haben, die sie mit uns zusammen aufgebaut haben. Und dann vom Game Design her, wir haben öfter das Design geändert, die Ausrichtung des Spiels und. Und dann kriegt man halt sehr viele Baustellen, nicht wasserdicht, weil man an vielen Stellen halt nicht 100% geben kann, sondern des Notfalls läuft es schon irgendwie und dann kommt irgendwann der Termindruck dazu, dass man fertig werden musste und das hat ja auch nicht unbeträchtlich lange Zeit gedauert, das Projekt Gothic 1. Dass man dann irgendwann fünfe gerade sein lässt und sagt, Mensch, Hauptsache das Spiel macht Spaß, es ist im Grunde genommen schon so bugfrei genug, dass man es irgendwie auf den Markt schmeißen kann, so dachten wir damals zumindest.
Und dann haben wir zumindest, als wir es dann veröffentlicht haben, in einer weiteren Phase dann dafür gesorgt, in Patches und so weiter, dass dann zumindest die groben Klopper dann rauskommen. Und tja, das hat sich halt irgendwo verselbstständigt. Wir sind irgendwie ein Stück weit eine Garagenfirma gewesen damals, hatten von nichts eine Ahnung. Und bei der Qualitätssicherung und bei den Bugs ist das immer so eine Sache. Also man möchte gerne ein tolles Spiel machen, das soll auch toll wirken. Wenn man richtig professionell damit umgeht, da waren wir damals noch nicht so richtig versiert drin, dann ist es halt so, dass da eine riesen Maschine dran hängt an QA-Arbeit, da am besten noch externe Leute drüber gucken lassen, weil man selber betriebsblind wird für die Dinge, die man selber macht, weil man das Spiel immer auf dieselbe Art und Weise irgendwie spielt und nicht mit Querdenkern und irgendwelchen Leuten, die mal was ausprobieren wollen, rechnet. Dann kostet das natürlich eine entsprechende Stange Geld, wenn man das dann richtig bugfrei haben will. Da haben wir damals nicht so viel gehabt, so viel Zeit auch, und irgendwann mussten wir dann auf den Markt kommen, und der Zeitdruck, der ist meistens immer der vorrangigste Grund, warum ein Spiel mit Bugs auf den Markt kommt. Das ist einfach so. Okay, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass Gothic 1 verbuggt ist, auf keinen Fall. Gothic 1 lief ja auch sehr stabil, also ich hatte jetzt eigentlich keine wirklichen Mängel. Und wie gesagt, die paar, die fand ich sogar an entsprechenden Stellen sogar ganz lustig. Du sagtest gerade Garagenfirma. Wie groß war eigentlich das Piranha Bytes Team zu der Zeit? Also damals bei Gothic 1, glaube ich, waren wir so an die 30 bis 40 Leute. Wir waren dann bei Gothic 2 dann 30 Leute, und dann hat sich das irgendwann eingependelt. Am Anfang des Projektes sind wir meistens so 20. Am Ende, wenn wir Leute noch dazu holen, die halt freelancermäßig uns einige Sachen wegschaufeln, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel der Soundbereich, der nicht über die komplette Laufzeit des Projektes notwendig ist, zu machen. Man muss ja Monster erstmal fertig bauen, damit die versoundet werden können, sage ich jetzt mal, oder vertont werden können, sind wir dann immer so um die 30 Leute. Im Schnitt kann man sagen, 25 sind wir bei Piranha Bytes immer geblieben und sind es auch heute noch. Obwohl man heute dazu sagen muss, dass die Qualitätsansprüche natürlich sehr gewachsen sind, gerade bei Hinblick auf Spiele, die Millionenbudgets reinbuttern in ihre Spiele. Da ist es für uns natürlich schwierig, mit unseren 30 Pipos hier diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Da setzen wir an den Stellen, an denen bei uns größere Lücken klaffen, auf Outsourcing. Aber diese Leute, die kann man sozusagen zum Kernteam von Piranha Bytes nicht dazu zählen. Die sind zwar mit beteiligt und die bauen uns auch das Spiel, aber das sind dann Auftragsarbeiten. Okay, wie lange dauert eigentlich so ein Spiel, also so vom Konzept bis hin zum Release? Mit allen Bugfixes, geschlossenen und offenen Beta-Phasen. Ja, also das ist unterschiedlich, aber man kann sagen, von 2 bis 4 Jahren ist alles möglich. Der limitierende Faktor dabei ist der Anspruch und die Voraussetzungen, die du am Anfang mitbringst. Das heißt also, ob du schon eine Engine hast oder die erst erarbeiten musst, ob das Game Design jetzt, was du da hast, entsprechend schon so darauf ausgelegt ist, dass du Systeme, die du vorher schon mal benutzt hast, irgendwie wiederverwendet werden können und. Ob man seine Ausrichtung von seinem Spiel jetzt gänzlich in eine komplett andere Richtung lenken möchte. Vergleichbar ist das beispielsweise, Gothic 1 hat etwa 4 Jahre gedauert, Gothic 2 11 Monate, weil wir mit den Systemen gearbeitet haben, die wir da hatten. Gothic 3 hat einen kompletten Redesign der kompletten Technologie bedeutet für uns und in Entwicklung auch Engine und Renderer und. Worauf wir dann auch eine etwas längere Laufzeit dann hatten für Gothic 3 am Ende des Tages. Okay, wo wir gerade von Thema Technik sprechen. Gothic 1 und Gothic 2 hatten ja jetzt diese bekannte, etwas schwerfällige Steuerung. Also für eingespielte Spieler, sage ich mal, ist es natürlich kein Problem. Und ich finde, sie hat das Wichtigste und ist jetzt nicht wirklich störend. Aber neue Spieler, die sagen, spiele ich doch mal was Altes, die werden sich fragen, warum kann ich nicht mit der Maus steuern? War da damals die Maus noch zu ungenau für solche Spiele oder... Warum wurde damals mehr auf die Tastatur geachtet als auf die Maussteuerung? Die Maussteuerung wurde nachträglich eingebaut. Das heißt, Gothic 1 kann man auch mit der Maus spielen.
Das ist aber von der Grundausrichtung her auf eine Tastatursteuerung designt worden, das Spiel, weil der grundlegende Gedanke dabei war, das Ganze auch mit dem Gamepad spielen zu können. Und ein Gamepad hat halt nicht die Maus, sondern hat nur Sticks und Buttons. Ne? Damals hatte man, glaube ich, diesen Analogstick, der heute gang und gäbe ist für Xbox und PlayStation Controller. Nicht. Und deswegen wurde alles auf Tastendruck sozusagen designt, dass man das Spiel einfach nur, indem man Tasten drückt, irgendwie steuern kann. Selbst die Kamera. Steuerung, das heißt also, man hat eine bestimmte Taste gehabt, um mit bestimmten Tasten dann auch eine Kamera sich umschauen zu können und so weiter, so ähnlich wie es bei Tomb Raider 1 damals der Fall war, da haben wir uns ein bisschen dran orientiert, das konnte man auch komplett mit Tastatur spielen. Kommt natürlich dazu, dass sowas wie Inventory Handling und das Handeln mit NPCs und die Dialoge, die man führen kann und so weiter, was so ein Tomb Raider nicht hatte, dann auch darauf irgendwie designt werden musste. Und das sehr viele Probleme, die wir dann hatten, wie zum Beispiel das Transferieren von sehr vielen Items, dann immer alle einzeln man anklicken musste und, die nachher in einem Patch behoben wurden. Aber da lagen sozusagen die Schwierigkeiten dann, da stieß man sehr schnell an die Grenzen. Aber der ursprüngliche Gedanke bei dem Interface von Gothic 1 war, mach es möglich, dass alles mit nur einfachen Tasten, ohne irgendwelche Analogsticks oder Mausgeschichten funktionieren kann. Okay, jetzt mal ein bisschen zu dir. Wie bist du eigentlich zu Piranha Bytes gekommen? Hattest du damals schon irgendwelche Vorbilder in der Entwicklungsbranche? Ich hatte von Spielemachen überhaupt keine Ahnung, aber ich war Spieler, ich war Zocker, so wie die meisten von uns. Ja? Ich habe studiert Physik und Chemie auf Lehramt und habe sozusagen so den technischen Hintergrund zumindest mitgebracht, das technische Verständnis für Abläufe in so einer Engine oder für physikalische Abläufe bei irgendwelchen Animationsgeschichten oder so. Aber ansonsten war ich einfach nur ein Rollenspieler und liebte Geschichten und habe mich da mehr oder weniger reingefuchst in diese Geschichte. Wir haben damals das Glück gehabt, dass wir uns das leisten konnten, uns selbst sozusagen so weit zu entwickeln, bis wir mit unserem ersten Titel rausgekommen sind. Und ich bin da so mehr oder weniger reingewachsen und habe mich erst nach und nach von meinem ursprünglichen Plan meines Lebens gelöst, als Lehrer sozusagen am Gymnasium irgendwo mein Leben zu fristen. Der Absprung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe gemerkt, dass mit den Jahren und erst bei Gothic 3 habe ich es dann tatsächlich komplett, bin ich erst komplett umgestiegen auf den Game Designer und Projektleiter, weil ich da gemerkt habe, dass ich da tatsächlich auch Fuß fassen kann und meine Zukunft da irgendwo mir sichern kann. Denn meine Berufssparte, gerade in der Games-Branche, ist noch nicht so staatlich anerkannt oder etabliert, dass man sagen kann, okay, der hat das und das gelernt, den stelle ich ein. Das ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen und das war eine Entwicklung, sage ich jetzt mal, von so ungefähr 4-5 Jahren, wo ich dann irgendwann sattelfest war und gesagt habe, jo, das mache ich. Okay, ich würde auch ganz gerne nochmal zurück auf die Konsolen kommen, darüber haben wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen im Zusammenhang mit der Steuerung von Gothic 1, da fallen mir noch so ein paar Fragen ein, und zwar, was sagt Piranha Bytes eigentlich zu der kommenden Konsolengeneration, also PlayStation 4, Xbox 720 und Wii U? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Diskussion, weil noch keiner so recht weiß, wie die neue Generation dieser Konsolen aussehen wird. Da wird sehr viel spekuliert. Und keiner weiß es so richtig und deswegen ist es auch für uns schwierig, da eine Einschätzung zu machen oder Äußerungen zu tätigen für Dinge, die noch in der Zukunft liegen, weil sie werden sich sicherlich auch erst dann wirklich schlussendlich äußern in der Öffentlichkeit, wie die Dinger dann aussehen und worauf sie bei ihren Konsolen am meisten Wert legen, wenn sie tatsächlich kurz vor der Veröffentlichung sind. Und was ist deine Meinung zu Sachen wie zum Beispiel interaktiven Konsolen, wie zum Beispiel jetzt generell erstmal die normale Wii und die Kinetic?
Ja, das ist natürlich eine spannende Sache, wenn man, sage ich mal, nicht einen Controller in der Hand hat und sozusagen du selber bist der Controller mit irgendwelchen Bewegungen und halt man hopst dann vor dem Bildschirm hin und her und die Figur im Bildschirm macht dann das, was du da vorturnst. Aber ich glaube, das ist eher eine Sache für Spiele, die eine gewisse Kurzweil, sag ich mal, dem Spieler geben. So komplexe Rollenspiele, die über eine Laufzeit von mehreren zig Stunden dich vor den Rechner oder vor die Konsole, sag ich mal, parkt. Ist natürlich sehr schwierig, diese Menschen dazu zu bringen, tatsächlich diese 50, 60, 70 Stunden da vom Bildschirm rumzuhampeln, weil der Mensch ist von Natur aus ein bisschen faul, ne? Und das sage ich mal, das macht sehr viel Spaß. Ich habe auch schon sehr viele von diesen Spielen gespielt, aber ich sag mal, es gibt auch Raum für etwas anderes. Okay, um ein bisschen auf die Serie zurückzukommen. Risen 1 war ja sehr stark angelehnt an die Gothic-Serie. War das damals irgendwie so eine Art, wir zeigen Joe Wood jetzt, was ein richtiges Gothic ist? Die haben ja währenddessen Arcania weiterentwickelt und Arcania kam ja jetzt gerade bei den Gothic-Fans ziemlich schlecht an, während Risen nostalgische Gefühle erweckte. Ich glaube, ich kann es so sagen. Ja, war damals irgendwie Risen so ein Streich, so zum Thema, wir haben zwar die Gothic-Rechte nicht mehr, aber wir machen trotzdem noch Gothic, oder wie war das? Wir haben diese Zeit bei Risen 1 als Neuanfang empfunden und haben uns selbst gesagt, wir begreifen das als Chance, etwas Neues anzufangen mit Dingen, wo wir selber Spaß dran haben, mit Spielen, die wir meinen herstellen zu können. Und das, was sich heute Risen nennt, ist dabei herausgekommen, dass dabei sehr viele Parallelen zu den alten Spielen, sag ich mal, offenkundig geworden sind, sollte jetzt keinen verwundern. Erstmal sind wir diejenigen, die es gemacht haben, und des Weiteren haben wir uns ja auch nicht sehr weit von dem entfernt. Okay, Risen 2 hat sich dem Ganzen dann ja schon ziemlich abgespalten, gerade jetzt in Sachen Setting. Also Questaufbau, raue Sprüche und so ist alles noch vorhanden, aber so in Sachen Aufbau, Interaktion mit beispielsweise Kanonen und dieses Piraten-Setting, wird Risen 2 bewusst jetzt noch ein bisschen mehr in Richtung was Eigenes gemacht? Gibt es da irgendwelche Hintergrundgedanken? Oder war das jetzt einfach nur, wir wollen ein Piratenspiel machen? Wir wollten ein Piratenspiel machen, weil wir gesehen haben, dass wir dadurch die Größe der Welt irgendwie ein bisschen greifbarer machen und dass man durch das Prinzip, Inseln bereisen zu können, auch eine gewisse Art und Weise von, sag ich mal, Parzellen innerhalb der Geschichte oder Perlenkettenmodell innerhalb von einer Geschichte, die man erzählen kann, gepaart mit dem Open-World-Prinzip, was wir immer gerne produziert haben, gewährleistet. Das heißt also, dass wir im Grunde genommen dadurch uns die Möglichkeit erarbeitet haben, komplexe Geschichten zu erzählen mit gewissen Nadelöhren, die man dann öffnet, wenn man dem Spieler eine neue Insel zugänglich macht. Und zu diesem Prinzip passt natürlich sehr gut das Piraten-Setting, ganz einfach deswegen. Wir haben es bei Gothic 2 schon einmal gemacht, und zwar beim Add-on hatten wir diverse Piratengeschichten schon erzählt, und bei den Fans kam das sehr gut an. Und da haben wir uns überlegt, ja gut, okay, wenn wir das können, weil wir ja auch Knastrologen, Banditen und Halunken und Schurken immer ganz gerne in unsere Spiele eingebaut haben, da passen die Piraten sehr gut dazu, und so ist eins zum anderen gekommen, und da sind wir dann gelandet sozusagen. Okay, gut, jetzt kommen wir zu der lang erwarteten Frage, wegen der sich einige wahrscheinlich auch das Video angucken. Und zwar Begriff Gothic 5. Ist da irgendwas schon geplant oder wird es dazu überhaupt Infos geben? Wirst du mir da jetzt irgendwas sagen können oder darfst du überhaupt irgendwas dazu sagen oder ist das alles Top Secret bisher? Also bisher ist das alles Top Secret, und ich kann auch nichts dazu sagen, weil es bisher noch nichts dazu zu sagen gibt. Okay, naja,
Das hatte ich erwartet. Ja. Okay, das war Björn Pankratz von Piranha Bytes, bekannt geworden durch die Spiele wie Gothic und Risen. Vielen Dank für das Interview.